Hey, mein Name ist Timo Sven Bauer und in diesem Video zeige ich dir, warum du als souveräner Verkäufer rechnen können musst. Du hast es sicherlich schon in dem einen oder anderen Video von mir gesehen, dass ich immer sage, wir Menschen treffen Kaufentscheidungen emotional. Es ist wirklich so, emotional, die Emotionen sind das Wichtigste im erfolgreichen Verkauf. Wenn du souverän verkaufen möchtest, musst du es schaffen, dass dein Gegenüber emotional aus dem Bauch heraus sagt, jawohl, ich will kaufen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der zweite Teil ist nämlich, dass wir Menschen unseren Kauf mit einem rationalen Denken rechtfertigen oder schlussfolgern. Das kennst du vielleicht von dir selber. Du hast dir irgendetwas angeschafft, ein extrem kostenspieliges Produkt vielleicht. Deine Frau sagt, was? Du hast so viel Geld dafür ausgegeben. Und dann fängst du an, rational ihr zu erklären, warum das Ganze ein tolles Investment war, warum das Ganze Sinn macht, warum das für dich so wichtig ist. Du hast dann also jede Menge Argumente und Gründe, die für dich Sinn geben. Also nochmal, wir treffen die Entscheidung, etwas zu kaufen, emotional, und wir schlussfolgern diesen Kauf. Wir rechtfertigen ihn rational. Und das heißt quasi, wir müssen den Interessenten es schaffen, logische Beispiele zu geben, am besten noch verbildlich, damit er wirklich sagt, jawohl, wo darf ich unterschreiben? Dass er nicht nur emotional kauft und dann aber nochmal nach Hause geht und sich nochmal Gedanken macht, sondern dass er gleich vor Ort im Hier und Jetzt die Unterschrift setzt und dein Produkt oder deine Dienstleistung kauft. So. Und ich habe hier einige Beispiele mitgebracht und deine Herausforderung ist es, oder deine Aufgabe vielmehr ist es, dir Gedanken zu machen, welche Zahlen sind relevant und welche Rechenbeispiele kannst du verwenden, um deinem Interessenten das absolute Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, eine Kaufentscheidung zu treffen und bei dir zu kaufen. Lass uns einfach mal einen Blick auf das Whiteboard packen. Ich leuchte jetzt einfach mal unterschiedliche Branchen an und du schaust heraus, was am besten zu deinem Produkt und deiner Dienstleistung passt. Ich bin absolut davon überzeugt, dass aus jedem Case jemand, der wirklich proaktiv ist, etwas lernen kann, etwas rausziehen kann und es eben in sein Case transportiert. Ich habe es schon mal in einem Video gezeigt. Nehmen wir mal an, ihr seid im Verkauf in der Branche Automobil. Und jetzt gibt es von mir aus zwei Fahrzeuge. Ja? Ihr habt jetzt den VW Touran und den Mercedes-Benz GLC. Was schon mal ganz wichtig ist, ihr habt gezielt Fragen gestellt. Der Kunde hat euch signalisiert, dass er eigentlich lieber den Mercedes-Benz kaufen möchte. Der Haken ist der Mercedes kostet 35.000 Euro und der VW Touran als Jahreswagen kostet 28.000. Differenz sind also 7.000 Euro. Was spricht jetzt für den Mercedes? Für den Mercedes spricht, dass der Kunde gesagt hat, hey, emotional sehe ich mich irgendwie mehr an dem Mercedes, der fühlt sich besser an. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich auf jeden Fall den Mercedes nehmen. Aber rational, wenn wir uns jetzt mal wirklich die Fakten anschauen, dann ist hier einfach eine Differenz von 7.000 Euro da. Und jetzt kommt der wirklich springende Punkt. Du musst es quasi schaffen, eine Rechnung zu finden, die für dein Gegenüber Sinn macht, sodass er emotional beim Kauf von Mercedes-Benz ist, aber auch rational es für ihn eine sinnvolle, ja, logische Schlussfolgerung gibt, eben dieses größere Investment zu tätigen. Das ist dein Ziel. Dahin musst du deinen Kunden bringen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, schauen wir uns das Ganze mal an, der VW Touran, wie lange möchtest du das Auto fahren oder den GLC, wie lange möchtest du das Fahrzeug fahren? Der Kunde sagt zum Beispiel 4 Jahre. Also schauen wir uns doch mal an, wie viel wird das Auto im Wiederverkauf wert sein nach 4 Jahren? Und dann hast du vielleicht die erste Möglichkeit zu sagen, hey, der Mercedes, der ist nach 4 Jahren, bringt dir noch 27.000 Euro ein. Ja, das heißt 27 zu 35, das heißt, du hast 7.000 verloren. Und dann schaust du dir an, was bringt der VW Touran rein nach 4 Jahren, dann bringt er vielleicht nur noch 18.000 Euro ein. Das heißt, der hat dich effektiv dann eben 10.000 Euro gekostet in diesen 4 Jahren. Okay? Nimm mal an, das kannst du wirklich auch beweisen. Du kannst es nicht nur behaupten, sondern es ist einfach so, du kannst sagen, schau mal her, wenn wir uns die Gebrauchtfahrzeuge anschauen, wenn die jetzt alle 50.000 Kilometer mehr haben, dann siehst du, dass der Mercedes deutlich stabiler in seinem Preis ist wie der Touran. Und plötzlich hast du es geschafft, hier diese 7 und diese 10.000, plötzlich hast du hier eine Differenz von 3.000 Euro, die sich positiv, ja, auf den Kauf, den rationalen Kauf vom Mercedes auswirken. Weil jetzt ist die Differenz eben nicht nur bei von 28 zu 35.000 bei 7.000 Euro, sondern jetzt ist die Differenz vielleicht nur noch bei 4.000 Euro. Und du kannst deinen Kunden fragen, hey, wenn jetzt heute das Fahrzeug der Mercedes eben nicht nur 35.000 kosten würde, sondern 4.000 mehr, also zum Beispiel 32, würdest du dann immer noch überlegen oder würdest du sagen, ach komm, let's do it, wir nehmen den Mercedes. Und vielleicht sagt er dann schon an der Stelle, okay, let's do it, wir
nehmen den Mercedes, weil es sich für ihn gut und richtig anfühlt. Ja, vielleicht sagt er, ja, dann weiß ich nicht so recht, aber ich glaube, dann würde ich schon, dann brauche ich vielleicht noch ein Rechenbeispiel. Okay, dann sagst du, alles klar, hey, wir nehmen jetzt einfach mal die Finanzierungsrate. Was ist denn dein Budget? Was möchtest du monatlich ausgeben für dein Fahrzeug? Was ist dir möglich? Dann sagt er zum Beispiel, hey, wir haben hier eine Rate von 500 Euro. 500 Euro kann ich mir im Monat leisten, ja? Dann nimmst du jetzt einfach mal die 500 Euro. Du sagst, alles klar, 500 Euro. Wir haben jetzt hier eine Differenz von 4.000 Euro noch für den Mercedes. Bei 4 Jahre Finanzierung heißt es also 1.000 Euro im Jahr. 1.000 Euro im Jahr Differenz, was heißt es denn genau? Das heißt 1.000 im Jahr durch 12. Das heißt, wir sind hier bei einer unterschiedlichen Rate, ja, von, keine Ahnung, 90 Euro. Dann fragst du ihn mal, hey, okay, du kannst also 500 Euro bezahlen oder 590 Euro dafür, dass du das Auto besitzt, was du dir wirklich wünschst, also dein Traumfahrzeug. Wäre es das nicht wert? Ja, bist es du dir nicht wert zu sagen, komm, statt den 500 Euro zahle ich 590 Euro, aber dann habe ich das, was ich mir wirklich wert bin. Dann habe ich dieses Fahrzeug, mit dem ich jeden Tag gerne zur Arbeit fahre. Dann habe ich dieses Fahrzeug, mit dem ich gerne im Stau stehe. Dann kannst du auch gern wieder das Emotionale triggern und das Emotionale mit dem Logischen kombinieren. Nehmen jetzt aber mal ein ganz anderes Beispiel. Wir gehen jetzt mal in eine andere Branche. Hey, Timo hier. Wenn es dir wirklich wichtig ist, deine Verkaufs- und Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und so zu kommunizieren, dass die anderen sagen, boah, das will ich auch können, stell sicher, dass du diesen Kanal abonnierst. Mindestens einmal die Woche hauen wir ein Video wie dieses raus. Und hey, wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, im Verkauf oder wie kann ich mehr Kunden gewinnen, dann stell einfach sicher, einen Kommentar zu hinterlassen oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Mein Team und ich werden dir dabei helfen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal Nahrungsergänzungsmittel. Stell dir vor, du vermarktest irgendwelche Shakes, die im Monat 300 Euro kosten. So, und dein Kunde, der möchte zum Beispiel abnehmen und sagt sich, alles klar, hey, ich möchte diese Shake-Kur machen. Ich möchte diese Shakes bei dir kaufen, aber hey, 300 Euro im Monat, das ist wirklich jede Menge Holz. Und dann fragst du den Kunden, ja, du hast ihn emotional schon abgeholt, er ist wirklich motiviert, er will jetzt endlich seine Traumfigur erreichen, du hast alle Knöpfe getriggert, ja, er ist eigentlich schon dabei, aber irgendwie zögert er noch, er braucht nochmal diese logische Schlussfolgerung. Das Rationale muss nochmal reinkommen. Und dann kannst du ihn fragen, hey, lieber Kunde, die Shake-Kur funktioniert ja so. Du ersetzt jeden Tag einen Shake mit einer Mahlzeit. Darf ich dich fragen, was eine Mahlzeit kostet, wenn du dir eine Mahlzeit zubereitest? Und dann sagt der Kunde vielleicht, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht so recht. Und dann kannst du dir einfach mal auf die Sprünge helfen. Was ist denn so eine ausgewogene Mahlzeit, die du zubereitest? Und dann sagt er zum Beispiel, ja, das ist irgendwie so Reis. Und sagst du, alles klar, Reis, ja, also kostet einen Euro. So. Dann sagt er, ja, irgendwie ein Fleisch. Und sagst du, okay, alles klar, hier vielleicht ein Fleisch. Was kostet ein Bollenfleisch? Ja. Dann sagt er, ja, so 3 Euro. Dann gibt es eine Gemüsebeilage, alles klar, gibt es eine Gemüsebeilage. Wieder bei einem Euro, da sagst du, alles klar, hey, das heißt, dich kostet so eine Mahlzeit, wenn du die selber zubereitest, 5 Euro, ja? 5 Euro kostet dich so eine Mahlzeit, wenn du die selber zubereitest. So, und dann kannst du sagen, alles klar, bei 30 Tagen sparst du dir jetzt diese 5 Euro. Dann würde es bedeuten, dass du 150 Euro dir sparen würdest. Dann kannst du nämlich fragen, hey, wenn ich dir die Shakes nicht für 300 Euro verkaufen würde, sondern wenn ich sie dir heute für 150 Euro verkaufen würde, was wäre deine Reaktion? Würdest du nicht sagen, alles klar, Timo, komm, lass es uns machen, lass uns die Shakes bestellen? Und schon wieder hast du die Person an dem Punkt, ja? Jetzt merkst du vielleicht noch hier, bei den 150 Euro, das hat dir schon ein bisschen geholfen, nochmal diese rationale Schlussfolgerung zu bringen, die vielleicht der Kunde braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Oder vielleicht ist deine Rechnung hier auch noch nicht gut gewesen, okay? Dann kannst du auch nochmal in das Thema reingehen und sagen, okay, hey, mal ganz ehrlich, das ist jetzt eine Mahlzeit, die du ersetzt mit dem Shake, wenn du dasselbe kochst. Aber wann hast du denn vor, deine Mahlzeit zu ersetzen? Du hast doch gemeint, du würdest am liebsten die Mahlzeit in deiner Mittagspause ersetzen, weil da hast du ohnehin bei der Arbeit wenig Zeit. Dann sagt er ja. Und dann sagst du, okay, alles klar, wenn du in der Mittagspause irgendwo essen gehst mit deinen Kollegen, was zahlst du denn dann? Dann sagt er, naja, da zahle ich im Schnitt so 12 Euro. Dann sagst du, aha, alles klar, das heißt, wenn du zu Dean und David gehst und 12 Euro da für deinen Chicken Caesar Salat zahlst, ja, 12 Euro, und wir rechnen diese 12 Euro mal hoch mal 30 Tage, dann merkst du ganz schön schnell, dass du die Kosten für deine Shakes refinanzierst. Und jetzt nochmal die Frage, glaubst du nicht, dass du es dir wert bist, endlich deinen Wunschkörper, dein Traumziel zu erreichen, sodass du dich mal wieder richtig wohlfühlst? Da sagt er ja. Und mal ganz ehrlich, mit diesem Rechenbeispiel, das ist jetzt nicht aus den Haaren gezogen, es gibt doch absolut Sinn, oder nicht? Da sagt er ja, alles klar.
Wenn ich dich jetzt nochmal frage, ob wir das Ganze für dich bestellen sollen, bist du dabei? Ja oder ja? Und dann sagt er vielleicht ja. Okay, ihr braucht wirklich diese Rechenbeispiele. Ich zeige euch nochmal ein Beispiel. Und zwar, stell dir vor, ihr verkauft Premium-Uhren. Ihr seid in einem Rolex-Laden. Und dann stellt ihr so eine wunderschöne Rolex, so eine Rolex-Uhr stellt ihr vor. Ja? Keine Ahnung, wie die ausschaut. Hab keine Rolex. Soll jetzt eine Rolex-Uhr sein. Ja? So, irgendwie so. Bam. Kann die Uhr anzeigen. Und die kostet dem Kunden 15.000 Euro. Okay, da kommt der rein, ihr seht genau, okay, das ist jemand, der kauft sich wirklich eine Rolex. Der kommt in den Laden, der weiß schon ganz genau, was er möchte. Er sagt zum Beispiel, hey, ich hätte gern die Rolex Yard Sports oder wie die heißen. Und du stellst sie ihm vor und er trägt sie, der zieht sie an und der verliebt sich in die Uhr, der fühlt sich gleich richtig wichtig. Der wächst nochmal 3 Zentimeter, ja, mit seinem Ego, alles perfekt. Und dann sagt er, hey, die möchte ich gern haben. Und jetzt kannst du natürlich als Verkäufer sagen, okay, alles klar, hey, ich nehme die Uhr, ich packe sie ihm ein, gehe zur Kasse und alles happy. Oder du gehörst zu den Verkäufern, die es wirklich schaffen, zu den besten 5% aller Verkäufer zu gehören. Diejenigen, die es schaffen, die extra Meile zu gehen. Diejenigen, die nicht mit dem Status quo normal sich zufrieden geben, sondern diejenigen, die immer noch mal ein Step weiter wollen. Und dann blickst du deinen Kunden in die Augen und sagst, hey, die Uhr steht dir unglaublich. Großartig, dass wir eine Uhr gefunden haben, die dir gefällt. Würdest du mir die Ehre, oder in dem Rolex-Laden höchstwahrscheinlich eher, würden sie mir die Ehre erweisen und nochmal die ein oder andere Uhr anziehen, von der ich absolut überzeugt bin, dass sie an ihnen fantastisch aussehen wird. Und dann sagt er, ja klar, wenn ich eh schon hier bin, bring mal Uhr her. Und dann bringst du ihm eine Uhr für 20.000 Euro und du bringst ihm eine Uhr für 25.000 Euro. Und dann zieht er die an und er merkt tatsächlich, wow, die sieht nochmal besser aus. Und er fragt dich dann, hey, was kostet die? Und dann sagst du, hey, schau her, wir haben diese Uhr, die du anprobiert hast, du wolltest sie haben, die kostet 15.000. Die Uhr, die dir absolut gefallen hat, kostet 20.000 und die Uhr kostet 25.000. Jetzt stell dir mal vor, der Preis würde keine Rolle spielen. Die würden alle das gleiche kosten. Für welche Uhr würdest du dich entscheiden? Und dann sagt er nicht mehr für diese, sondern er sagt zum Beispiel diese. Oder er sagt diese. Und dann sagst du, alles klar, wir sind jetzt hier, du hast alle Möglichkeiten. Möchtest du dich nicht für die Uhr entscheiden, bei der du glaubst, dass sie die perfekte Uhr ist? Und dann kommt er vielleicht und sagt, naja, die ist schon ziemlich geil, aber 5.000 Euro mehr, boah, das ist schon nochmal deutlich mehr, wie es mir, mein Rabenmann 15.000, da habe ich jetzt lang drauf hingespart oder das ist das, was ich mir gerade gönnen wollte, ja. Und dann sagst du, und jetzt kommt der Punkt, jetzt gehst du in eine logische Schlussfolgerung. Du sagst, hey, alles klar, kann ich verstehen. Eine Sache noch, ich habe hier mal einen Chart und möchte dir einfach mal zeigen, wie sich die Werte entwickelt haben der Rolex-Uhren in den letzten Jahren. Eins kann ich dir schon mal verraten, alle unsere Uhren sind absolut wertstabil. In der Regel ist es so, dass alle Uhren in den letzten 20 Jahren an Wert gestiegen sind. Manche Uhren davon steigen schneller an Wert, die haben einen höheren Wertzuwachs wie andere. Schauen Sie sich mal Folgendes an. Und dann hast du vielleicht einen Chart, wo du sagst, hey, diese Uhr, die ist im Schnitt pro Jahr um 5% an Wert gestiegen. Und dann kannst du sagen, hey, schau mal, diese Uhr, die ist im Schnitt 20% gestiegen. Das heißt, wenn du nach 5 Jahren deine Uhr verkaufen wollen würdest, würde das diese Ausmaße haben. Und plötzlich sieht er das und er hat es mitgerechnet und er hat es schwarz auf weiß gesehen. Und es ergibt für ihn absolut Sinn, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, jemand, der sich eine Rolex kauft, der kauft sich nicht die Rolex, weil er die Uhr ablesen möchte, sondern der kauft sich die Uhr aus einem anderen Grund. Und jemand, der 15.000 Euro ausgibt, das ist auch jemand, der investiert gern. Okay? Jeder, der eine Rolex trägt, ist irgendwie sehr liquide auf irgendeine Art und Weise, oder? Der investiert in Krypto, in Aktien und Co. Das heißt, der ist meistens ein Unternehmer, ein Selbstständiger oder ein erfolgreicher Angestellter, der weiß, was man mit Geld machen kann. Weil blöde Menschen kaufen sich keine Rolex-Uhren, versteht ihr? Und an dieser Stelle erzeugt ihr plötzlich das Gefühl von ihm, eine logische Schlussfolgerung dafür zu finden, warum er dann doch über sein Budget geht und die Uhr für 20.000 oder 25.000 Euro kauft, weil er verstanden hat, dass das ein smarteres Investment in die Zukunft ist. Und plötzlich bekommst du nicht nur deine 1.500 Euro Provision als Reseller, sondern hast nachher jetzt eine 2.500 Euro Provision verdient, ja, und schaffst es am Ende des Monats zum erfolgreichsten Verkäufer in deiner Filiale zu werden. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen zu verstehen, dass ja, wir Menschen kaufen Produkte und Dienstleistungen mit unseren Emotionen, aber die Schlussfolgerung, die Rechtfertigung, die kommt rational. Und wenn du es schaffst,
unkomplizierte Rechnungen an deinen Interessenten zu bringen, Beispiele und Erklärungen, die so logisch sind, die No-Brainer sind, die absolut Sinn ergeben, sodass es ein Viertklässler verstehen würde, dann wirst du deine Abschlussquote nicht nur verdoppeln, sondern verdreifachen und vervielfachen und deinen Marktwert als Verkäufer für immer erhöhen. Hey, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass doch einfach mal ein Like, abonnier diesen Kanal und hey, lass mich doch auch mal wissen, was du darüber denkst. Welche Rechnungen benutzt du in deinen Verkaufsgesprächen? Ich bin gespannt, schreib es gerne mal in die Kommentare. Wenn du Fragen hast, wie du dein Produkt oder deine Dienstleistung am logischsten erklären kannst mit einer sinnvollen Rechnung und du Hilfe brauchst, schreib einfach mal deinen Case in die Kommentare. Mein Team und ich werden uns darum kümmern, dir zu helfen.